Was hast du jetzt vor in der Aufnahme? Hast du eine Idee? Nicht wirklich. Wollen wir dann mal hier dieses Gebäude für die Farben machen? Den Tower? Ja, kann man schon mal ein bisschen mit Redstone arbeiten. Ah, dann musst du dir auch meine Klugscheißer-Kommentare anhören. Ja, darauf war ich schon gefasst. Christian? Ja. Wow. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Nur zur Info, wir sind gerade wirklich in der Folge, ne? Ja. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Wie ihr schon gehört habt, mit dabei der Crazy. Servus. Darf ich dir eine verpassen? Nein. Einfach nein. Ich glaube, ich tue dir mal einen Gefallen. Der wäre. Siehst du gleich. Gebackene Kartoffeln geben nur noch 2,5? Ist neu. Aber echt. Du wirst noch mal ein bisschen Holz entfarmen, das wäre nicht so erwarten. Okay, Seelensand haben wir. Hä? Wir haben das Holzsand. Ja, aber nicht genug, finde ich. So? Nein? War das so? Hä? Ah, so war das, okay. Boah, wir haben schon einiges an Gunpowder. Ich werde aber glaube ich noch ein bisschen mehr da brauchen. Wo haben wir die Bücher? Bücher waren erstmal hier. Also verzauberte. Ja, normale. Ich schmeiße erstmal in irgendeine Truhe. Weil wir noch ein paar leere. Ich suche normale Bücher deswegen. Wenn du nirgends findest, haben wir keine. Okay. Wir haben ja noch Leder. Der Bruchstand ist schon verdammt langsam. Okay, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber unsere Essenstruhe ist voll. Das ist kein Problem, oder? Ne. Ja. Was war das für ein Tag? Lol, du warst gerade bei mir unsichtbar. Du warst im Moment unsichtbar. Ganz ehrlich, ich hab den Trank nicht abbekommen, ne? Ist kein Scherz! Doch, hast du. Nein, ich hab keinen Effekt. Es gibt doch Tränke ohne Effekte? So. Warum? Ein Trank ohne Effekt. Toll. Verstehst du? Ja, okay. Hast mich damit abgeworfen? Mhm. Warum? Du warst die ganze Zeit bei 5,5 Herzen. War ich? Ja. Oh. Was ist nochmal Smite? Mehr Schaden gegen Zombies. Also Untote. Ah, okay.
Wahrscheinlich. Kommst du ins Bett? Gleich. Was hast du? Kein OP-Bogen. Nein. Hast du Infinity? Ja, Power 5. Jo. Boah, stopp. Kommst du jetzt mal ins Bett? Ich hab die ganze Zeit Backscreen. Ah. Wir räumen noch alles schnell ein. On the way. Und ich hab Death Driver. Was war das nochmal? Schnell am Wasser laufen. Also. Sehr schön. Wollen wir dann jetzt hier das Gebäude da machen? Können wir. Ich muss erstmal schauen, ob ich meinen Bogen hinbekomme. Woraus soll man das bauen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, so eine Mischung aus dem, ich würde sagen, die Ränder, also die wirklichen Ecken aus Oakwood machen und dann Stonebricks. Ja, können wir machen. Wo bauen wir das hin? Das würde ich sagen hier. Eigentlich müssen wir da. Ja doch, wir müssen doch mindestens zwei hoch machen. Wie viel fließt Wasser nochmal? 7 Blöcke, ne? Was? Wie? Wo? Wasser fließt 7 Blöcke lang. 8. 8? Okay. Du kannst mir gerne, wenn du mal gefallen tun, noch eine Feldhacke mitbringen. Gleich. Okay. 3, 4. 8. Dann machen wir dann mal hier den Wasserlauf hin. Also so. Ich schätze mal, wir haben aber die gleiche Idee vor Augen, oder? Denke schon. Wobei, das machst du noch ein bisschen weiter. Du meinst, du bist auch hier gerade bei dieser Wasserfarm, ne? Gleich. Ich hab noch schnell meinen Bogen mal implantet. Ich muss ja damit jetzt unbedingt mal einen Hit verpassen. Das war jetzt sowas von klar. Okay, das. Mach mal kurz eine Markierung. Oh, wann kann man Bögen reparieren? Nur mit einem anderen Bogen. Aber müssen die gleichen Enchantments haben? Nein, du kannst einen leeren Bogen nehmen. Okay. Wie viele Blöcke brauchen wir in Abstand für die Pisten, sonst Wasser? 2 würden reichen, ne? Wo bist du ein scheiß Noob? Aha. LOL! Du bist so scheiße. Was kannst du eigentlich? Oh! 5 Versuche! 6. 6? Ist ja noch schlimmer. 2 Herzen, Happy Birthday. Na, das ist Power 4. Okay, also ich habe jetzt hier 8 Felder für. Schon mal für das Feld. Eins habe ich freigelassen für den Wasserlauf zum Hopper. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mindestens 2 Felder für Pisten plus Wasser, ne? Ach, den schaue ich mir gleich an. Ja, und wir brauchen noch das Whetstone. Den Whetstone-Kanal da. Piss. Also ich höre. Also ich habe überlegt. Hier, der Block, wo keine Fackel dran ist, hier hinter der Fackel, kommt ein Wasserlauf hin. Dass das irgendwie bis hier zum Hopper fließt, wo das ganze Zeug reinkommt. Ja. Hier von der einen Fackel bis zur anderen, so soll ungefähr das Feld sein. Das sind perfekt 8 Blöcke.
sodass das dann auch wirklich hier der letzte Block ist und das alles hier in den Wasserlauf fließt. Okay, was soll auf dem Feld alles angepflanzt werden? Das hatte ich gedacht, jetzt viermal für, beziehungsweise fünfmal für alles, also Weizen, Kartoffeln, Karotten, rote Beete. Ach, jetzt doch gleich mehrstöckig. Ja, ja, mehrstöckig hatte ich ja gedacht. Ja, okay. Halt dieses Feld viermal, obwohl fünfmal können wir noch Soulcent machen, für mit den Reservoirs. Gut. Muss man mit einberechnen, irgendwo müssen die Wasserquellen auch noch versteckt sein. Also darf das Feld nicht breiter als 8 Blöcke sein. Okay. Fließt, kann Wasser auch nur einen Lilypad wegfließen lassen? Ja. Ach, schade. Ansonsten hätte ich gesagt, ja komm, dann lass wir doch ein Lilypad hinsetzen, Ende. Wir können ein was machen. Ich habe deine Feldhacke dabei. Ich habe auch immer noch nicht. Doch, die Spitzhacke habe ich schnell vermeint. Warum hast du Doppelkartoffeln in der Hand? Die sind übrig. Okay. Okay, lass mal erstmal hier so die Erde hin platzieren. Ich glaube, das wird jetzt das erste Projekt, wo wir wirklich koordiniert miteinander arbeiten. Müssen. Mhm. Das wird ja auch acht breit, ne? Mhm, 8 breit. Weiter, wir breiter kann das nicht machen. Warum setzen wir jetzt nicht gleich eins noch tiefer? Ganz einfach. Weil hier das Wasser reinfließt und hier ein Hopper. Und dann hier in die Chest. Wir können auch einfach die 8 Hopper machen. Wieso so spannen wir einen Hopper? Ist doch scheißegal. Ja, das muss ja noch bedenken, wir haben noch vor, Sammelstelle zu machen. Ich sag's mal so, wenn da so viel runterkommt, ne, wird ein Hopper nicht alles auffangen können und es bleibt dann was da, was vielleicht dann despawnt. Ja, okay, dann machen wir es auch mit den 3, mit den 8 Hoppern. Okay. Ich geh nur was Erde holen. Ja. Und nebenbei nochmal ein bisschen Cleanstone brennen, weil ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, was wir hier haben. Ja. Oh, und wir brauchen auch noch einen Weg in die Teile rein, ne? Wir müssen auch nachpflanzen. Hm. 1, 4, 5, 6. Du hast das Teil 1 zu breit gebaut. Warum? 8 Blöcke breit nur, ne? Weil das Wasser an den Seiten weiter als 4 Blöcke bewässern kann. Hab ich nur. Wie viele Blöcke habe ich gemacht? 9. Lol. Ich hab schon korrigiert. Okay, was brauche ich noch? Erde wollte ich mitbringen, ne? Ja. Reichen 3 Sticks oder soll ich was mehr mitbringen? Ausreichend 3 Stacks. Ich hab nochmal ein Stack Mehrwert gebracht, voll ist halber. Okay. Soulcent können wir ja ganz oben hin machen. Weil das müssen wir ja eh noch farmen. Da kann man nämlich auch mal hier die Felder nicht abarbeiten. Also, eine Empfehlung ist es, zwei Türme an den Seiten noch hinzumachen. Ja. Wo wir hochlaufen können und das alles nochmal nachpflanzen können. Also meinst du jetzt mit einer Leiter oder mit einer Treppe? Leiter oder Treppe, das ist egal. Aber wir können dann in den Türmen die Wasserfelder verstecken. Ja, können wir machen. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, dass jetzt hier, wo die Fackel jetzt dran ist, die Leiter ist. Und dann einfach hier so, sag ich jetzt mal, die Türme ran, dass dann das Wasser hier zum Beispiel, hier ist eine Doppeltür, das als Beispiel, da ein Wasser rein, da ein Wasser rein, und das wird verdeckt. Genau, das hatte ich auch gedacht, so. Ja. Wollen wir das mit Doppeltüren machen oder Einzeltüren? Können Doppeltüren machen. Sieht fetter aus. Mhm. Okay, Erde muss jetzt aber nochmal hier hin. Achso, du wolltest das so...
Ja, ich weiß es. Okay, vergiss es. So. Hier kommen ja dann die Pisten hin. Nachdem es da runterläuft über mehrere Etagen, braucht mir oben nur oben eine Wasserquelle. Oder wir machen es so, können wir auch machen. Ja, Moment, warte mal. Wir können es auch mit Dispensern machen hinten, ne? Dass wir hier hinten 8 Dispenser haben, dass sie Moment, Moment, das Moment, warte mal. Christian. Ja? Wie willst du das machen? Dass dann, da muss ja oben nur ein 7. Muss die obere Etage nur 7 breit haben. Okay, dann hat sich das schon erledigt, dass wir hinten Dispenser haben, die Wasser rausfeuern. Wir müssen ja schon mit einem. Also, mein Fassen wäre wirklich mit den Hoppern, sag ich, mit den Pistons, die einfach Kies hoch und runter machen. Oder halt Sand und dann hier hinter Wasser das runterläuft. Obwohl, was? Nee, stimmt, vergiss das, was du meinst. Machen wir es mit Dispensern, das geht viel besser. Ja, okay. Dispenser waren einfach nur Bogen und Koppel, ne? Ja. Und Einwärtsdorn. Aber so viele Seile haben wir nicht. Deswegen lass erstmal so weiterbauen. Gut. Dann die nächste Etage. Ich mach dann schon mal. Ich mach schon mal hier das Feld soweit. Wollen wir dann auch mit Glowstones hier arbeiten zum Beleuchten? Ja, müssen wir. Wieso, wir können auch an die Seitenwände auch Fackeln machen. Ja, können wir auch machen. Mit Glowstones sieht's wohl Fackeln auch ganz gut aus eigentlich. Wenn man das so macht. Das sollte mal. Also machen wir dann die Zierweizen hin. Nicht Level 8, ja. Passt. Alles voll? Super. Eigentlich nicht gedacht, dass es sofort reicht. Wo wollen wir dann überhaupt den Schalter hin machen? Für dass das Ganze dann auch abgegossen wird? Keine Ahnung. Weil den müssten wir ja dann. Du kannst das so machen, wenn hier die Hopper hinkommen, reagieren Hopper auf Redstone? Ja. Inwiefern? Können blockieren oder durchlassen. Mist. Ich denke mir da schon was aus. Weil ansonsten hätte ich gesagt, dass wir hier einen Schalter irgendwie hinmachen oder lassen hier sein, der da unten drunter durchläuft. Hm. Ich denke mir da noch was Besseres aus. Ich hab da schon so ungefähr einen Plan. Dass du bestimmen kannst, welches Feld du gerade abgeerntet haben möchtest. Mhm. So, Wieso muss ich hier hoch? Drei reicht doch. Das wird jetzt dann schon die neue Ebene. Ja, ich wollte wegen der Erde anfangen. Die Erde kommt da drüber, ne? Genau, einfach erstmal so hier so aufbauen. Dann kannst du direkt, weil wir ja eh schon wieder hier eine neue machen. Verstehst du? Aua. Also kommt hier auf die vierte Ebene Stein noch. Nein. Bauen wir die nächste Ebene. Das ist nur für die Ränder. Das hier ist schon jetzt die nächste Ebene, bloß. Du willst ja nicht außen noch Erde stehen haben. Ja, okay. Und von unten drunter, das Design ist ja scheißegal. Wir werden ja eh nur bepflanzen. Ja. Das muss ja jetzt echt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Meinte nur, falls wir da oben Glowstone reintun. Deswegen. Aber in Fackeln geht's auch. Ich wollte gerade gesagt haben, wir haben doch schon mit den Fackeln geklärt, dass das klappt. Okay. So, und wenn jetzt hier wieder so ein wundervoller Kommentar von Sweetdigger ist, wie kein schönes Wettbewerb, was soll das denn jetzt? Komm nur, du mal hier auf den Server, hier verpasse ich dann aber echt mal eine. Ja, das ist ja grauenvoll. Hier, selbst bei Infinity. Ja, das baue ich jetzt erstmal nur provisorisch hin. Wie provisorisch, war mal schön. Boah. Glaubst, weißt du, ich baue gerade die Forestry Farm hin. Das mache ich dann ausgehen, baue ich das mal schön hin. Wie schön! Was machst du jetzt bitte?
Boah, du glaubst nicht, wie der Typ mir da auf die Eier gegangen ist. Warte mal, da wolltest du ihn doch gerade umbringen, oder? Ja, nicht nur einmal. Ach ja. Ey, dafür muss man sagen, das Street sah immer alles sehr schön aus. Ja, Street ist auch ein Meister des Bauens. Christian? Ja? Wie immer. Wir müssen aber auch dann, müssen wir noch hier zwei Säulen dran machen für die Wasserkanäle, ne? Hä, hey, nein. Nein, nein, für das Wasser für die Felder. Dass sie ja auch nass sind. Die sind ja in den Türen drin versteckt. Ja, aber wie willst du das bei den späteren Türen machen? Oder, ich hab eine Idee. Wie wäre es, wenn wir die so ein Podest machen, wo die Türen sind? Einfach mal so. Kennst du das auch beim Netherportal, wenn das über Lava schwebt, sag ich jetzt mal. Dass dann einfach so zwei Blöcke Obsidian da weiter sind. Ne? Kommst du gerade überhaupt nach? Ich hab gerade was geholt, deswegen. Ja, ich muss auch mal gerade was craften. Warte mal, wir haben drüben noch. Bist du gerade wieder am Turm, oder? Ich lauf gerade hoch. Und ich hol gleich noch Steine. Nee, weil sonst würde ich sagen, ich kurz Oh, Folge ist voll. So schnell. Ja gut, dann schlafen wir wieder einmal ganz kurz, damit hier wieder Tag ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.